Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich möchte noch einmal, und ich wiederhole mich hier, ich weiß das, eine Sache aufzeigen, die nichts anderes ist als Betrug am Kunden, Betrug am Seminarteilnehmer. Und ich spreche von dem fächerweisen Zusammenlegen, das einige Anbieter betreiben. Es sind speziell zwei Weiterbildungsträger im Ruhrgebiet. Schauen Sie bitte genau hin, denn das ist Betrug. Was diese Institute machen, ist Betrug. Wenn Sie das schon kennen aus anderen Videos, können Sie dieses Video hier überspringen. Wer es noch nicht kennt, was meine ich mit fächerweisem Zusammenlegen? Warum ist das Betrug? Also, nehmen wir an, Sie sind auf einem Weg zum Betriebswirt IHK. Oder Sie sind auf einem Weg zum technischen Betriebswirt IHK. Und auf diesem Weg haben Sie ein Seminar gebucht und Sie gehen jetzt im Prinzip unterschwellig davon aus, dass die Stationen auf Ihrem Weg aus den Fächern bestehen, die Sie können müssen für die erfolgreiche Prüfung, dass das Ihre Wegstationen sind. Das heißt, hier ist das Fach 1 beim Betriebswirt IHK Marketing Management, dann kommt Bilanzen und Steuern, dann kommt finanzwirtschaftliche Steuerung und so weiter. Nennen wir es mal kurz Fach 1, Fach 2, Fach 3 und so weiter. Beim technischen Betriebswirt haben Sie Fächer, die teilweise ähnlich sind, teilweise aber auch abweichend und teilweise haben Sie Überschneidungen. Auch hier haben Sie natürlich verschiedene Fächer. Nennen wir es auch hier wieder Fach 1, nur das Fach heißt hier anders. Fach 2, Fach 3 und so weiter. Und was man jetzt meint, wenn man bei diesen Instituten einen Seminarvertrag unterschreibt, den man danach nicht mehr ordentlich kündigen kann, achten Sie mal auch darauf. Also es ist ganz erstaunlich, dass diese Institute eine Kombination haben zwischen diesem Betrug, diesem fächerweisen Zusammenlegen und dass man den Seminarvertrag nicht mehr ordentlich kündigen kann. Da besteht ein Zusammenhang. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, wenn Sie dort einmal unterschrieben haben. Nur noch außerordentlich und das ist extrem schwierig. Also außerordentlich Kündigung, extrem schwierig. So, jetzt gehen diese Institute hin und sagen, wir setzen Sie nicht auf diesen Weg oder auf diesen Weg entsprechend dem Abschluss, den Sie machen wollen, sondern wir haben hier eine ganz andere Struktur. Wir fassen alle möglichen Leute, und das sind natürlich dann noch mehr Abschlüsse hier und hier und so weiter. Hier ist auch so ein Fach, nennen wir es auch mal Fach 2. Hier ist noch ein Weg, von mir aus Industriefachwirt, Wirtschaftsfachwirt. Wir fassen alle möglichen Leute zusammen und setzen die in eine Klasse. Das heißt, Ihr Weg beginnt nicht hier mit Klassenkameraden oder Kommilitonen, die auf dem Weg sind zum Betriebswirt IHK in diesem Beispiel oder hier mit Kommilitonen, die auf dem Weg sind zum technischen Betriebswirt und sie bleiben zusammen und durchlaufen die Fächer, sondern sie sitzen von mir aus 6 Wochen in einer Klasse, wo das Fach 2 geschult wird, weil es in diesen Abschlüssen irgendwo vorkommt. Auf Feinheiten und spezielle Anforderungen des jeweiligen Abschlusses kann man natürlich dementsprechend keine Rücksicht nehmen, sondern man beschult alle Leute in Kostenrechnung, weil Kostenrechnung irgendwo bei fast allen Fächern vorkommt. Man beschult alle Leute mit VWL, weil VWL bei fast allen Abschlüssen vorkommt. Das ist das fächerweise Zusammenlegen. Das ist das Bilden der Klassen nach dem Fächerprinzip und nicht nach dem Abschlussprinzip. Ja, nach dem Abschlussprinzip wäre dieser Weg, also vertikal, so wie man es erwartet eigentlich, ja. Und das hier ist das fächerweise Zusammenlegen. Und das ist Betrug. Ja, das ist Betrug. Ich weiß nicht, ob das juristisch
durchzusetzen ist, dass das Betrug ist. Aber es ist Betrug. Das ist eine Täuschung, da wird ein falscher Eindruck erweckt, aber man sagt es irgendwo nicht, weil möglicherweise sind die Leute juristisch gar nicht zu greifen. Aber es ist auf jeden Fall eine grobe Täuschung, weil man etwas anderes von vornherein unterstellt, als man hier dann nachher geboten bekommt. Also achten Sie bitte genau drauf und Sie erkennen die Leute schon an ihren Internetseiten, weil sie in den AGBs die ordentliche Kündigung ausgeschlossen haben. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, wenn sie sich einmal dafür entschieden haben. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.